Ich möchte etwas darüber erzählen, was Unternehmen aus meiner Perspektive dann so gerne hätten und was für Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen, was Menschen in Unternehmen, die später in Unternehmen gehen, denn mal so können könnten idealerweise und jetzt nicht können. So, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Hamburg beschäftigt sich, wie Helmerath schon sagte, damit mittelständische Unternehmen zu unterstützen, wie man, ja, ist vielleicht bekannt, die mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten arbeiten in mittelständischen Unternehmen. Tatsächlich sind über 99,5% aller Unternehmen mittelständisch. Das liegt ein bisschen daran, dass halt eben auch sehr viele Handwerksbetriebe mitgezählt werden. So, und diese Unternehmen stehen vielleicht größeren Herausforderungen im IT-Bereich gegenüber, als das bei Großunternehmen der Fall ist. Großunternehmen haben Strategieabteilungen, Menschen, die sich eben mit solchen Themen hauptberuflich beschäftigen. Klein- und mittelständische Unternehmen haben sowas üblicherweise nicht. So, die haben aber Mitarbeiterinnen, die sich exzellent in ihrem Fachbereich auskennen. Also der deutsche Mittelstand, im deutschen Mittelstand gibt es sehr viele sogenannte Hidden Champions, also Unternehmen, die sehr gut am Weltmarkt positioniert sind, Weltmarktführer sind. Also die kennen ihr Geschäft schon ganz ausgezeichnet, aber im IT-Bereich ist das eben nicht durchgängig der Fall. So, das kann dann dazu führen, dass IT-Trends übersehen werden, mit der Folge, dass Unternehmen vielleicht aus dem Markt herausgedrängt werden, ne? Also ich habe als Beispiel mir hier mal ausgedacht, dass zukünftig Bestellungen nicht mehr wie bislang von Menschen an die Unternehmen rangegeben werden, sondern von kleinen Computern, die an irgendwelchen Aufträgen dran kleben. So, und wenn man diese Aufträge entgegennehmen kann von kleinen Computern, dann kann man eben auch liefern in diese Richtung. Und wenn man das nicht kann, dann geht dieses Geschäft einfach komplett an einem vorbei. Ne? Also das ist so einer der Trends, die man in der Logistik sieht, dass also die Kunden-Lieferanten-Beziehungen, so wie man die bislang kennt, aufgelöst werden und dass eben Computer automatisiert aus einer Vielzahl von Lieferanten auswählen und dann vollautomatisch so einen Bestellvorgang abwickeln. So, und wir versuchen den Unternehmen so etwas nahezubringen, dass sowas passieren kann und versuchen die zu sensibilisieren, da ein bisschen zu schauen, ob man in die Richtung gehen will oder nicht. So, jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, ne, stand ja auch im Vortragstitel, welche Themen sind denn überhaupt für Mittelständler relevant? Und nicht für alle Mittelständler sind alle Themen relevant. In Hamburg kümmern wir uns um drei recht große Themenblöcke. Die Industrie 4.0, das erkläre ich gleich noch, was das bedeutet, heißen Blockchain und KI, ne? Also das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört. Das kommt ja sogar auch in der Tagesschau schon mal vor, wenn über große Messen berichtet wird. So, und in dem von Ihnen aus rechten Bildteil, da sehen Sie den sogenannten Hype-Cycle, der von einer Beratung namens Gartner immer wieder aktualisiert wird. Und da werden Technologien aufgezeigt. Das geht also links los mit ganz frischen Themen, die dann in der wissenschaftlichen Community gerne nach vorne gebracht werden. Also dann wird Lobbying gemacht, der Politik wird gesagt, da muss man unbedingt Geld investieren. Wenn wir das nicht machen, dann sieht es ganz düster aus. Und die Berater laufen los und erzählen den Unternehmen, dass sie das unbedingt machen müssen. So, und ich habe diese Grafik mit so ein paar Pfeilen verziert. Da können Sie also sehen, Themen, die irgendwie mit KI zusammenhängen in Rot, Themen, die mit Industrie 4.0 zusammenhängen in Blau und solche, die mit der Blockchain zusammenhängen in Grün. Na, und da, ja, da gibt es dann eben zum Beispiel so etwas wie autonomes Fahren in verschiedenen Graden. Das ist dann also ein Thema, das eben sehr stark an der KI-Entwicklung hängt. Oder so etwas wie der sogenannte digitale Schatten oder digitaler Zwilling, dass man also Daten von Unternehmen recht umfänglich in IT-Systemen abspeichert. So, und einige der Themen, also eines der Themen, über das ich noch etwas berichte, nämlich Industrie 4.0, das ist halt, sieht man oben, das ist gerade so auf dem absteigenden Ast. Ne? Dafür bekommt man auch kein Forschungsgeld mehr. Aber das zeige ich gleich noch, ist durchaus noch doch ein relevantes Thema.
Worum geht es dabei? Also einfach ausgedrückt geht es darum, dass man kleine Computer an physikalische Objekte klebt. Diese kleinen Computer sind miteinander vernetzt, haben Sensoren, können also ihre Umwelt wahrnehmen und können dezentrale Entscheidungen treffen. So, das ist also ein Thema, das schon länger in der Wissenschaft zirkuliert wird, aber nicht so richtig zu Ende geforscht ist. Also tatsächlich funktioniert das in der Praxis kaum, obwohl man eigentlich sich allseits einig ist, dass das eigentlich in diese Richtung gehen muss. Auf der rechten Seite sehen Sie eine ganz aktuelle Veröffentlichung von der Fraunhofer-Gesellschaft. Da können Sie also sehen, dass dieses Thema Dezentralität nochmal aufgenommen wurde. Das Ganze nennt sich jetzt Biointelligenz, das ist quasi der Nachfolger der Digitalisierung. Da sprechen dann also biologische Systeme mit IT-Systemen. Und im ersten Schritt werden natürlich nur erstmal, was heißt nur, werden Gedanken aus der Biologie aufgenommen, um sie zur Gestaltung von technischen Systemen zu nutzen. So, das zweite Thema, das wir im Mittelstandszentrum unterstützen oder in dem wir beraten, das ist Blockchain. Das haben Sie bestimmt schon mal irgendwo gehört, mindestens mal Bitcoin als elektronische Währung. Wenn Sie das nicht verstanden haben, trösten Sie sich, das hat kaum jemand verstanden. Also ich habe noch nie ein Thema erlebt, bei dem so wenige Menschen wussten, was das eigentlich macht oder soll und bedeutet. Also das, wenn man es einfach formuliert, kann man sagen, das ist ein Kassenbuch, das auf Tausenden von Computern verteilt vorliegt und jede Transaktion, jede Veränderung, immer wenn jemand was macht, dann ist das nachvollziehbar und nicht mehr veränderbar. So, und warum ist das überhaupt toll? Das hat den Charme, dass zwei Computer miteinander Geschäfte machen können, ohne dass man eine dritte Partei braucht. Also wir brauchen keine Bank, die irgendwelche Authentifizierungen vornimmt oder irgendetwas absichert. Das machen die Computer einfach untereinander. Das ist eigentlich der, aus meiner Sicht zumindest, Hauptpunkt bei der Blockchain und deswegen braucht man das auch. Auch wenn man auf den Hype-Cycle guckt, ist Blockchain schon auf dem Weg in das Tal der Desillusionierung. Das ist also, wenn das so nach unten geht, alle sind traurig und enttäuscht, dass das nicht so viel Nutzen gebracht hat, wie man geglaubt hat. Aber das sind halt Themen, die wiederkommen, die man braucht es halt einfach. So, und das letzte große Thema, das jetzt in dem Mittelstandszentrum auch in der jetzt gerade bewilligten Folgephase eine zentrale Rolle spielen wird, ist die künstliche Intelligenz. Da habe ich mal eine Publikation der Bundesregierung rausgesucht, Schwarz-Rot-Gold heißt die. Die hat das auch sehr schön formuliert. KI sei eine Informatik-Anwendung, die dem neuronalen Netzwerk unseres Gehirns nachempfunden ist. Ja, das passt. Und ein Zitat von Herrn Lobo, der ja auch häufiger mal in der Presse zu finden ist, der sagt, seit 20 Jahren liest man regelmäßig, dass der Durchbruch der künstlichen Intelligenz unmittelbar bevorsteht, aber jetzt stimmt es wirklich. Hat er recht. So, und das ist, künstliche Intelligenz ist angekommen, also Sie benutzen das vermutlich alle, ohne dass Sie das vielleicht im Detail immer wissen. Ich habe hier mal einen, also ohne jetzt Android-Benutzer an die Seite stellen zu wollen, also hier ein Produkt aus dem Hause Apple. Das ist ein Chip, der in jedem aktuellen Smartphone, also in jedem aktuellen iPhone drin ist. Und da gibt es also eine Bionic Engine, die ist da drin, nur um künstliche Intelligenz, Algorithmen besonders schnell ausführen zu können. Das sind die können 5000 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, was kann man damit tun? Nee, jetzt kommt erst einmal, wenn wir diese drei Technologien, nun, die stehen halt nicht nur nebeneinander, sondern die können auch zusammenarbeiten. Wenn man das also alles zusammenführt, dann sagt auch, sagt nicht nur ich, sagt auch Gartner, und die müssen das wirklich wissen, dann erzeugt das ganz neue Möglichkeiten, Geschäfte abzuwickeln, weil man eben, man hat also dezentrale Rechner, die an allen möglichen Dingen des täglichen Lebens und im Geschäft und an Produkten im Wirtschaftsleben kleben. Man hat durch Blockchain die Möglichkeit, dass diese Rechner auch Geschäfte untereinander rechtswirksam abschließen können. Und wir haben die neuen Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz. So, und das ist alles, also da kann sehr viel draus erwachsen. Die Wissenschaft bemüht sich ganz stark dafür, neues Geld zu bekommen. Das werden die auch schaffen.
Und dann haben wir, ne, gibt es also große Positionspapiere, KI made in Germany, ne, das soll dann mithalten können mit den Chinesen, kann es nicht, weil die einfach viel mehr Geld da reinstecken. Ja, und dann haben wir, wenn es gut läuft, haben wir tolle neue KI-Algorithmen made in Germany. So, aber was hilft das? Ne? Also das ist für die Wissenschaft natürlich gut. Die haben Geld, die können Mitarbeiterinnen beschäftigen und können Paper schreiben, aber die wirkt, also in der Wirtschaft wirkt das deswegen halt noch nicht. Was wir dort brauchen, sind Menschen, die KI auch anwenden können. So, wie kriegen wir die? Ne? Das ist die, die Frage, die man den Mittelständlern dann beantworten muss. So, und um mal aufzuzeigen, was so eine KI-Anwendung in einem Unternehmen denn sein könnte, habe ich mir einfach mal eine Fragestellung ausgedacht. Also ich fange erstmal an mit dem KI-Konsum. Das können quasi alle, also ich habe hier mal mein Smartphone malträtiert und mal in der Foto-App, also ein Feature, das erstaunlich wenige Menschen kennen, in der Foto-App habe ich zum Beispiel Tiernamen eingegeben, Hund, Katze, Maus. Was passiert? Es sind Fotos mit meinen Kindern drauf. Wollte ich nicht, also habe ich nach Begriffen gesucht, wo keine Kinderfotos drauf sind und bin auf Tierpark gekommen. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind tatsächlich alles Tiere in einem Tierpark. Und wenn man sich mal überlegt, das ist ein relativ abstraktes Konzept. Ne, das sind halt Tiere, die irgendwie eingezäunt sind. So, und diese die Trefferquote ist exakt 100%. Ich habe auch ein paar andere Dinge, es funktioniert nicht immer so toll. Also wir hatten gestern Schäferhunde ausprobiert, das funktioniert tatsächlich auch. Also es waren nur Schäferhunde drauf. Allerdings sagte das iPhone, ich hätte einen Mastiff fotografiert. Ich will niemandem zu nahe treten, ein abscheulich aussehender Hund ist da keiner. Also funktioniert erstaunlich gut und dafür muss man nichts können. Ne? Also KI-Anwendung, KI wendet jeder an und das funktioniert. Na, aber wenn wir das in Unternehmen bringen wollen, dann brauchen wir die Fähigkeit, unternehmensrelevante Probleme, die da irgendwo existieren, mithilfe, also wir müssen irgendwie sehen können, dass man KI einsetzen kann, um so ein Problem zu lösen. So, und ich habe mir jetzt einfach mal jetzt ausgedacht, dass nah dran ist an einem aus dem Mittelstandszentrum. Also wir haben einen Arbeitsplatz, da gibt es ein Förderband, auf dem Förderband laufen Waren auf einen Menschen zu, der die verpackt, kommissioniert heißt das, ist der Fachbegriff dazu. So, oder naja, verpackt eigentlich mehr. Also er verpackt das dann in Kisten und das dauert halt mal länger und geht mal kürzer. Also man kann eigentlich schwer im Vorhinein sagen, wie viele Kisten der Mensch denn so verpacken kann. So, und wenn das zu viele werden, dann ist das halt für alle schlecht. Ne? Also für die Mitarbeiter, ganz offensichtlich, weil die halt sich überfordert fühlt, er oder sie. Und für das Unternehmen ist es auch nicht gut. Ne? Also was könnte man tun, um dieser Situation, also um Abhilfe zu schaffen? Man muss also irgendwie vorne den Paketzufluss drosseln. Man muss aber eben vorher erkennen, da sind zu viele Pakete. So, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen. Ne? Also ich bin auf die Idee gekommen. Funktioniert vielleicht auch nicht. Man könnte einfach mal ein Stück Software und Hardware von Google nehmen und dann und schauen, also das ist ein Stück, das sehen wir dann auf den Folgefolien, das ist also ein relativ kleines Stück Hardware mit einer Kamera dran und diesem Ding kann man beibringen, Sachen zu erkennen. So, jetzt haben wir also erstmal Stufe 1, eine Mitarbeiterin müsste auf die Idee kommen, kann man auch mal mit der Kamera drauf gucken und so ein KI-System kann ja viel, vielleicht erkennt das auch, dass da viele oder wenige Pakete liegen. Ne, Schritt 1. Der nächste Schritt wäre, sowas mal aufzubauen. Ne? Also es gibt halt für sowas Anleitungen ohne Ende und die Aufbauzeit für so etwas, also Google sagt, das dauert halt, wenn man es hübsch macht, 2 Stunden, wenn man es schnell macht, 30 Minuten. Ne, da muss man also nur in Anführungszeichen Anweisungen folgen, die auf einer Webseite stehen. So, und jetzt kann man, also jetzt sehen wir hier auf diesem Bild sehen wir dieses System, das da rauskommt und das ist tatsächlich ein Film und da können wir auch gleich sehen, was da passiert. Also ganz rechts außen mit so einem Kabel dran, das ist die Kamera und auf dieser Kamera kann man Dinge zeigen und dann muss man dem System sagen, was das ist. Ne? Also wir haben hier, wie viele Knöpfe haben wir da? Ich zähle 5. Also es sind 5 Knöpfe, wir können also 5 unterschiedliche Dinge erkennen, ne? Und dann muss man halt sagen, Knopf 1, dieses Objekt, Knopf 2, das nächste, ne, da könnte man zum Beispiel in unserem
Betriebsanwendungsfall könnte man sagen, Knopf 1, Band ist leer und dann halt eben immer weiter gestuft, bis das Band halt voll ist. So, und dann kann man halt hoffen, dass das Ding das erkennt. Ne? Also, wir bauen das auf, dauert 2 Stunden und dann, ich zeige es hier mal, wie es dann in der Praxis aussieht. Ne? Also, der Mensch drückt hier auf einen Knopf, zeigt eine Figur, dreht das Ganze so ein bisschen, das Ganze noch mit einem Springer. Der dehnt das wirklich sehr lang aus. So. Na, also ihr seht, da passiert, also der muss jetzt nicht wirklich viel tun, der hat das einfach mehr oder weniger gezeigt und jetzt nimmt er den Springer und hält ihn über die Kamera und das Ding erkennt das. Na, das ist schon, das ist Rocket Science. Ne? Sonst ist ja alles immer nichts, aber das ist schon echt beeindruckend. Da braucht man eigentlich nicht viel. Ne? So ein Stück Hardware, das da links ist, das heißt Corel, das Produkt, kostet, ich glaube, 60 Euro und braucht 2 Watt, quasi nichts. Ne? Also das könnte man jetzt benutzen, um solch ein Problem zu lösen. Und dazu braucht man eben Fähigkeiten, einen Rechner zu installieren, so einen kleinen Rechner, einen Raspberry Pi. Und man muss eine Anweisung befolgen können, die da von Google rausgegeben wird. So, und dann kann man das ausprobieren. So, dann geht das natürlich noch weiter. Ne? Wenn das vielleicht nicht funktioniert, dann muss man da so ein bisschen tiefer reingehen. Das geht dann nicht mehr eben so. Ne? Also da braucht man dann schon ein bisschen, da braucht man gute Programmierkenntnisse und natürlich Maker Spirit. Also man muss das dann halt auch wollen. Ne? Also wenn es Mitarbeiter gibt, die sowas machen wollen, toll. Ne? Aber da gibt es den schönen Satz, AI is harder than you think. Ne? Also das funktioniert super, wenn man es einfach so benutzt. Aber wenn man halt was dran machen will, ist es irre kompliziert. Also das werden dann halt vielleicht nicht mehr so viele können. So, und jetzt bin ich schon beim Fazit. Wenn man sich, ne, also ich habe ja auch 2 Kinder, die jetzt zur Schule gehen. Und wenn man sich mal überlegt, wann die im Arbeitsleben dann ins Arbeitsleben eintreten, das ist halt dann auch noch eine Weile hin. Ne? Und da kann man halt schon vermuten, dass die Welt zumindest mal potenziell fundamental anders aussieht als heute. Autos fahren dann vielleicht wirklich mal alleine. Ne? Banken und Versicherungen sind alle weg oder fast alle weg. Und Produktionsabläufe sind sehr weitgehend automatisiert. Ne? Also nicht nur Produktionsabläufe, auch in der Verwaltung wird halt einfach automatisiert, was man automatisieren kann. Und da lässt sich viel automatisieren. So, und ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, das weiß kein Mensch. Also man weiß es halt einfach nicht. Also man kann es nicht wirklich seriös abschätzen. Also es gibt dann Menschen, die sagen, wenn man halt seinen Job verloren hat, zum Beispiel in der Produktion, dann geht man irgendwo in den kreativen Bereich. Ich kann mir das halt nur ganz schwer vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt und wenn man gewisse Kenntnisse in dem Bereich hat, dann hat man eine bessere Chance, persönlich dort positiv rauszugehen. So, jetzt kann ich noch auf den Folien, ich habe es jetzt nicht nochmal erwähnt, stand mehrfach da Programmierkenntnisse, also öfter, als ich es erwähnt habe. Also mein Eindruck ist, dass das eher weniger geworden ist. Also früher gab es, also ich bin jetzt seit 2011 Hochschullehrer und das, also Menschen, die das in der Schule Informatik hatten, das sind nicht mehr viele. Also bei 50 sind es halt mal so 2. Die sich dann melden und sagen, ich habe das mal gemacht, aber ich kann es nicht gut. Ja, also das ist, steht, das ist, in der, also bei mir kommt das ganz anders an, als das vielleicht als Wunschvorstellung geäußert wird. So. Axel Wagenitz, herzlichen Dank. Bis hierhin einen kleinen Zwischenapplaus. Damit haben wir, glaube ich, so ein bisschen einen Einblick bekommen in die technische Seite. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das haben Sie ja, hast du ja auch angedeutet, wenn ich hergehe und diese Prozesse oder diese Ideen entwickeln will, brauche ich eine Vorstellung davon, wo ich hin will. Ich muss natürlich die Kompetenz haben, mir das vorstellen zu können, und ich brauche eine Vorstellung von dem Ziel, das ich erreichen möchte. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir anknüpfen können an das, was Martin Mahler macht, denn da geht es ja um genau solche Implementationsprozesse von ja, schwierigen, vielleicht als schwierig empfundenen oder gar nicht so schwierig seienden Entwicklungen, die aber gleichwohl
für Widerstand sorgen oder manchmal auch auf offene Türen möglicherweise treffen. Ich glaube, dieses Change Management, wo ja dann der, wie soll man sagen, organisationskulturelle Teil mit reinkommt, da ist ja nochmal eine weitere Ebene dabei. Und das ist, glaube ich, das, auf das du etwas mehr schaust. Ja, vielen Dank. 1912 waren die Einwohner Londons, die es sich leisten konnten, in Droschken unterwegs. Sie erreichten dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12 Kilometer pro Stunde. Heute sind die Einwohner Londons mit Teslas unterwegs, in anderen Hightech-Maschinen, 300 PS, keine Seltenheit. Die wären froh, wenn die 12 Kilometer pro Stunde erreichen würden. Technischer Fortschritt ist also nicht automatisch segensreich oder erreicht automatisch seine Ziele, sondern in besonderem Maße muss man auf die Rahmenbedingungen angucken, die das noch mit beeinflussen, um wirklich beurteilen zu können, ist es denn jetzt was Gutes, was uns weiterbringt, oder ist es was Schlechtes, was uns vielleicht sogar nach hinten wirft. Ich mache auf der folgenden Folie einfach mal ein paar Zahlen auf. Es gibt Hunderte und Tausende solcher Zahlen. Ich habe einfach mal 6 rausgenommen, die so ein bisschen schlaglichtartig beleuchten, wo wir denn gerade stehen. Die erste links oben, die kleine, 14-47% werden in den nächsten Jahren ihre Jobs durch Digitalisierung und Automatisierung verlieren. Der Range ist riesengroß, man ist sich extrem unsicher, also man findet alle möglichen Zahlen in den Prognosen. Hier ist mal zusammengefasst. Die Zahlen im Übrigen, die Sie hier sehen, sind alle aus dem AI-Report The Future of Work von der EU-Kommission, ist in diesem Jahr erschienen und da steht noch deutlich mehr drin, kann man das nachlesen. Also fast die Hälfte der Leute wird einen Job verlieren, das ist so ein Bild, das hier gezeichnet wird. In den letzten 10 Jahren sind 2 Millionen neue Jobs durch IT entstanden und wir reden jetzt immer EU-Kommission, also wir reden immer über Europa. 85% der Fachleute, die sich mit KI und da genau mit den Bildanalyseverfahren, mit Machine Learning beschäftigen, sind Männer. Mal aus einer ganz anderen Sicht geguckt, aber ich meine, es ist leicht offensichtlich, dass es nicht schlau sein kann für unsere Gesellschaft, die eine Hälfte so weit draußen zu halten aus diesem Entwicklungsthema. 61 Millionen Leute sind unzureichend ausgebildet, um sich auf die Zukunfts- und Digitalisierungsfragen vorzubereiten, hat Axel gerade auch schon viel gesagt. 90% aller Jobs in Zukunft werden IT-Skills brauchen. Hat Axel auch schon mal gesagt, kann ich gerade anknüpfen. Es wird kaum noch Arbeit geben, zumindest ja mal hochwertige gesellschaftliche Arbeit, die ohne IT-Kenntnisse funktioniert. 1,75 Millionen neue Jobs sind im Bereich der Informationstechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie in den nächsten Jahren zu erwarten. Das mal so ein bisschen Schlaglicht. Wir haben viel Licht und Schatten. Die Schätzungen über die Arbeitsplätze, da gibt es von Sascha Lobo auch Zahlen, sind überhaupt nicht valide. Klar ist allerdings, dass extrem viele Tätigkeiten heute schon und in den nächsten 10 Jahren getan werden können durch Roboter und durch Automaten. Sie werden es heute noch nicht immer getan, weil der Roboter in vielen Fällen teurer ist als die Hilfskraft, die menschliche Hilfskraft. Das kann man sich auch nochmal von verschiedenen Seiten wieder auf der Zunge zergehen lassen, was daran gut, was daran schlecht ist. Aber klar ist, dass es passieren wird. Klar ist auch, wir sind mittendrin in der digitalen Transformation, also nicht irgendwie am Anfang oder so, das denkt man manchmal, weil Digitalisierung hören wir seit 10 Jahren jeden Tag und man hört es sich vielleicht auch ein bisschen müde. Wir sind aber mittendrin, es passiert ungeheuer viel und die ganze Frage passiert, ob wir das möchten oder nicht. Da knüpfe ich nochmal an unsere Ausgangsfrage, die oben über dem Text stand. Was sind denn jetzt die wichtigen Hypes und was sind sie nicht? Am Ende ist es nicht entscheidend, was die wichtigen Hypes sind, weil es wird eine Menge neue Themen geben in der Digitalisierung. Die werden unser komplettes Leben verändern und beeinflussen und es ist wichtig, dass wir dazu eine richtige Haltung haben. Einen kleinen Satz möchte ich nochmal gerade zu dem Thema Blockchain sagen. Ich sehe das genau wie Axel Wagenitz. Der Hype ist so ein bisschen zu Ende, bevor es richtig nach oben gegangen ist. Das war in dem Unternehmen, für das ich arbeite, bei Adecco, ein besonders pikantes Thema. Vielleicht wissen es einige von Ihnen, wir sind eben besonders in der Personaldienstleistung tätig. Wir vermitteln Personal im Auftrag von großen Unternehmen. Und wir haben theoretisch vor 5 Jahren gedacht, als die ersten Blockchain-Diskussionen hochkamen, oh Gott, das wird unseren Markt komplett kannibalisieren. Weil die Mitarbeiter können über so ein Blockchain-System direkt mit den Kunden Arbeitsverträge machen. Die brauchen keinen Vermittler wie Adecco.
führt jetzt zu weit, da in die Details zu gehen, aber erstmal ist das gar nicht passiert. Es hat verschiedene Ansätze gegeben, aber das ist einer so der vielen Punkte im Zusammenhang mit Blockchain, der erstmal nicht eingetreten ist. Trotzdem, es gelten für die nächsten Jahre aus meiner Sicht, was Digitalisierung angeht und gesellschaftliche Haltung dazu, drei ganz wichtige Grundannahmen. Was vernetzt werden kann, wird vernetzt werden. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Was rationalisiert werden kann, wird rationalisiert werden. Das klingt brutal, ist aber so. Ja, einfach mal in Ruhe überlegt, wir haben das lange diskutiert, lange drüber nachgedacht. Es gibt viele historische Beispiele, aber gerade im Thema Digitalisierung sieht man das extrem deutlich. Die Möglichkeiten, die sich entwickeln, in anderen Forschungsbereichen ist ja das ähnlich. Die Möglichkeiten werden vorangetrieben und es wird nicht verhindert. So, jetzt wissen wir nicht genau, welche Hypes es sind, die sich durchsetzen. Und wir wissen aber definitiv, dass die Digitalisierungsthemen kommen werden. Eine Reihe Minitekel haben wir gesehen, eine Reihe sehr positive Visionen haben wir auch gesehen. Was ist also jetzt wichtig? Hier findet ein ganz grundlegender Wandel in der Gesellschaft statt. Und für uns individuell und auch für die gesamte Gesellschaft, die wir repräsentieren, ist es wichtig, diesen Prozess zu steuern, zu kontrollieren, Leitplanken zu setzen, mal Halt zu sagen, Bewusstheit darüber zu haben, was passiert. Den Prozess aufzuhalten, das ist keine real existierende Alternative. So, jetzt stehe ich auch vor der Frage, wenn ich sage, wir müssen das steuern, wie kann ich das denn eigentlich tun? Wie kann der Einzelne das tun? Wie kann die Gesellschaft das tun? Positiv beantworten kann ich die Frage heute nicht. Ich kann aber zumindest mal einen Punkt reinwerfen. Wir müssen überhaupt verstehen, was da passiert. Weil bevor wir nicht verstanden haben, was dort eigentlich passiert, haben wir überhaupt keine Chance zu beeinflussen, zu bewerten, zu beurteilen, was ist es. Also um zur Subjektwerdung in diesem Digitalisierungsprozess zu kommen, würde ich wieder direkt bei meinem Vorredner anknüpfen. Ja, wir sollten uns überhaupt mal damit beschäftigen. Was ist denn eigentlich Programmierung? Was sind für Technologien auf dem Weg, um da wirklich in den Driver's Seat, sage ich mal, kommen zu können? Der digitale Wandel, den ich gerade im Kopf habe, erfasst im Grunde alle Bereiche unseres Lebens. Die Freizeitbereiche, die Arbeitsbereiche, die Lehr- und Wissenschaftsbereiche, nichts bleibt außen vor. Ich betone hier einfach mal drei Ebenen und ich fange mal an, weil das oft übersehen wird, mit dem Thema Ethik, wo die Frage dahinter steckt, wie gehen wir Menschen mit den technologischen Möglichkeiten um. Das wird oft diskutiert, mit den gesammelten Daten um. Die Kraken sammeln unglaubliche Mengen an Daten, wissen ungeheuer viel über uns und Einzelne. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Oder noch plastischer, wenn wir über autonome Systeme sprechen, was wollen wir denen eigentlich erlauben? Also wie weit soll denn so ein System wirklich autonom sein? Ja, wenn ich es zu streng reglementiere, ist es kein autonomes System mehr per Definition. Ein typisches Beispiel, das in der Informatik und in der KI oft diskutiert wird, sind die autonomen Autos. Die fahren selbst und die fahren so durch die Stadt. Und die geraten jetzt in eine Konfliktsituation. Ein ganz klassisches Beispiel. Auf der linken Seite sind drei Rentner und auf der rechten Seite ist eine schwangere Mutter. Und es ist so, dass der Rechner weiß, er kann einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Unfall wird auf jeden Fall passieren durch die Rahmenbedingungen. Und was soll er jetzt machen? Soll er jetzt die drei Rentner ummangeln oder soll er die schwangere Mutter mit Kind nehmen? Das ist ein klassisches ethisches Dilemma, das man natürlich nicht lösen kann. Aber wenn wir über autonome Systeme sprechen, müssen wir zu solchen Fragen Konzepte entwickeln, müssen uns damit beschäftigen, weil ich eben dem autonomen System ein Regelwerk mitgeben muss, auch in diesen Grenzsituationen agieren zu können. Sonst kann ich es nicht autonom werden lassen. Was heißt der Wandel persönlich? Ein bisschen was habe ich gerade schon gesagt. Ich möchte Subjekt werden in diesem Prozess und nicht Objekt. Wir haben über Arbeitsplatzverlust und so weiter geredet. Das ist natürlich einer der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Ja, ich habe 30 Jahre meinen Job und jetzt ist der Job weg und ich kann nichts. Und ich sehe das ganz genauso. Ohne begleitende Vorbereitung ist die Chance, dass ich vom Produktionshelfer jetzt zum Kreativen im Marketing werde, de facto nahe null. Da kann man schöne Sätze drüber erzählen, ist theoretisch möglich, aber de facto ist es null. Das heißt, ich brauche individuell, muss ich mich darauf vorbereiten, ich muss von Anfang an, von Kind an, Schule, Universität, Weiterbildung, muss ich eine Idee haben, wie kann ich eigentlich Subjekt in meinem weiteren Lebenslauf bleiben. Und hier, ich habe es eben schon mal gesagt, die wichtigste Voraussetzung ist an der Stelle zu verstehen, was überhaupt passiert, Möglichkeiten einschätzen zu können, Entscheidungen zu treffen. Also auch Bildung,
und Erfahrungen. Der dritte Bereich, der mir heute wichtig ist, das ist die gesellschaftliche Komponente dieses Wandels. Der Wandel führt dazu, wir haben über Arbeitslosigkeit gesprochen, wir haben über andere Probleme, über ökologische Probleme gesprochen. Der Wandel führt dazu, dass sich das Leben für die Einzelnen massiv ändert. Und wir hatten, jetzt bleibe ich mal bei Deutschland, weil man das global sehr schwer nur sagen kann, wir hatten ja in Deutschland seit den 50er, 60er Jahren so eine Art Konsens aus einer konzertierten Aktion heraus, eine relative Sicherheit bei Arbeitsplätzen. Sie kennen das alles, ich muss das nicht zu lange ausführen. So etwas brauchen wir neu. Und ich will einfach an der Stelle mal, weil das gut gesagt hat, meinen Chef zitieren, es sei mir erlaubt, unseren Vorstandsvorsitzenden Alain de Haase, der hat vor kurzem gesagt, we need a new social contract that fully engages business, trade unions and policy makers and that supports all workers and all ways of working. Da ist total viel dran und das wird fast gar nicht diskutiert. Also das ist ein Thema, das nicht in die Tagesthemen kommt und das lenkt direkt über, was könnte das denn zum Beispiel sein? Ja, ein bedingungsloses, faires Grundeinkommen, ja, das alle im Leben hält, ist ein ganz wichtiges Thema, um diese Arbeitslosigkeitsbedrohung aufzufangen. Ganz ähnlich die sichere Grundrente, erstmal kriterienfrei, weil die Gesellschaft sich dramatisch verändern wird. Was aber auch total wichtig ist, neues Konzept, lebenslanges Lernen. Ja, wir müssen in der Lage sein, lebenslang zu lernen und sehr viel Fortbildung findet ja heute in Unternehmen statt. Und Unternehmen haben immer das Problem, die investieren einen Haufen Geld und dann gehen die Mitarbeiter schnell weg woanders hin. Das ist so eine typische Bremse. Wir schlagen deshalb vor, dass wir einen Fonds schaffen oder diskutieren, einen Fonds zu schaffen, in den alle Unternehmen einzahlen und aus diesem Fonds werden die Arbeiterinnen und Arbeiter weiterqualifiziert. Dann bleibt es sozusagen immer in der Familie und jeder hat ins Richtige argumentiert. Das sind Konzepte, viele andere mehr sind denkbar. Das kann man diskutieren, das kann man in einen neuen gesellschaftlichen Konsens bringen und wirklich Veränderungen schaffen, um aus dieser Unsicherheitssituation für die Individuen ein Stückchen weit herauszukommen. Ja, ein paar Lösungsansätze, ich sage mal agile Lösungsansätze, habe ich aufgezeigt. Neudenken ist definitiv in all diesen Situationen erforderlich. Ich will noch mal kurz was zum Wort agil sagen. Warum agil? All die neuen Konzepte, die wir brauchen, die werden wir nicht zu Ende diskutieren können. Also wir werden nicht eine 10 Jahre gigantische gesellschaftliche Diskussion haben und dann den Masterplan und dann die Finanzierung, sondern das dauert viel zu lange, ist komplett unrealistisch, dass überhaupt funktioniert. Also brauchen wir eine agile Vorgehensweise, sprich wir müssen mal anfangen. Ja, wir müssen die Konzepte zugreifen, wir müssen die richtigen Stakeholder an den Tisch holen und anfangen, was umzusetzen und dann in der Lage zu sein, Dinge, die schlecht sind, halt wieder wegzupacken, Dinge, die gut sind, vielleicht weiter zu verbessern und so weiter. Also deswegen ist mir hier die Agilität wichtig. Flexibilität ist die Sicherheit der Zukunft. Das ist so ein provokanter Spruch, der mich schon länger begleitet. Klingt natürlich zunächst nach einem heftigen Widerspruch, weil Flexibilität wird heute in der öffentlichen Diskussion, wenn es um Arbeit geht, immer noch sehr stark als Bedrohung gesehen, ist sehr stark negativ konnotiert. Meiner Meinung nach ist es wichtig, davon wegzukommen. Ja, eine Flexibilität sowohl in der Weiterbildung als auch in den Skills, als auch bei den Jobs, hat dann viele positive Komponenten, wenn ich nicht mehr bedroht bin von Armut. Ja, durch Grundeinkommen, Rente etc. pp. Also das wäre eine Chance, das aufzugreifen und ich glaube für viele von uns, und man sieht das heute schon bei vielen Menschen, auch ein echter Gewinn. Ich muss nicht mehr 40 Jahre lang dasselbe machen, sondern ich kann was anderes machen in einer offeneren, durchlässeren Gesellschaft. Insofern, Flexibilität ist die Sicherheit der Zukunft. Neuen Gesellschaftsvertrag habe ich schon erläutert, der steht ja nochmal auf der Folie, da muss ich nicht nochmal drauf eingehen, denke ich. Der nächste Punkt, nochmal provokant, Program or be programmed. Eine Aussage von einem IT-Forscher, Daniel Ruschkopf, vor 5 Jahren getroffen. Und ich würde das genau in der Deutlichkeit unterschreiben. Ich hatte vorhin schon mal Objekt-Subjekt gesprochen. Wie stehen wir zu den Veränderungen? Und das ist die Frage, vor der wir stehen. Program or be programmed. Wir müssen aber auch diskutieren über Wertewandel. Also was ergeben sich für wichtige neue Werte aus der Digitalisierung heraus? Welche der Älteren sind vielleicht immer noch schön und sind gute Bekannte, aber stehen gar nicht mehr so weit oben, was das Treffen von Entscheidungen angeht? Extrem wichtiges Thema. Ich habe mal einige Punkte nur beispielhaft aufgerissen. Themen wie Eigenverantwortung in der Arbeit und Selbstvertrauen, extrem wichtig. Also aus dieser Kommandostruktur heraus
und jeden Tag gesagt zu kriegen, was man macht, was man nicht macht, wird in der Zukunft sehr viel weniger relevant sein, als das heute noch der Fall ist. Also Eigenverantwortung, dazu gehört direkt mein nächster Punkt, die intrinsische Motivation. Es wird niemand kommen an unseren Arbeitsplätzen, der uns jeden Tag neu motiviert. Ich halte das Konzept auch heute schon für lebensfremd, aber in Zukunft wird das vollständig hinfällig sein. Die Motivation müssen wir alle selber mitbringen. Über alles andere können wir verhandeln, aber wenn wir keine Motivation mitbringen können, wird das auch nichts werden mit der Arbeit in Zukunft. Agile Herangehensweisen habe ich gerade auch schon mal erläutert. Und so ein bisschen so ein Klammerbegriff ist New Work. Also viele der Punkte, die ich aufgeschrieben habe, finden wir unter New Work. Mir ist noch ein Punkt wichtig, wenn wir heute gucken, und wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Personal, ich mache es mal ein bisschen holzschnittartig, in meiner Generation war es noch sehr wichtig, was ist das für ein Einkommen, was ist das für ein gesellschaftlicher Status, bis hin zum BMW, den man vielleicht fahren möchte, also all die klassischen Dinge, die man kennt. Das hat viele von uns, mich eingeschlossen, damals motiviert. Und wenn wir heute gucken, ich habe auch einen Sohn, mit dem ich das manchmal überprüfen kann, sitzt übrigens da, hallo. Wenn wir heute gucken, dann ist das Thema sehr viel mehr Purpose. Ja, die jungen Menschen wollen sehr viel stärker für einen Zweck arbeiten, für etwas, was sinnvoll ist, als viele in den älteren Generationen das im Kopf hatten. Oder amerikanische Wissenschaftler sprechen da auch im Moment von for the good. Also sagen, es ist wirklich ein wichtiges Motiv, for the good zu arbeiten und for the evil eben gerade nicht. Da hatten wir im letzten Jahr, weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, bei Google mal einen Streit, als es darum ging, KI-Systeme für die Rüstungsindustrie bereitzustellen, war überraschend für ganz viele, dass da wirklich eine Diskussion aufkommt, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Weil wir am ZFL sind, ja, und über Schule sprechen, über Lehrerinnen und Lehrer, einen Punkt möchte ich gerne machen. Das Konzept, das Lebenskonzept, dass wir einmal Menschen ausbilden und danach machen die 40 Jahre ihren Job, das ist vollständig überholt, das ist vollständig am Ende. Wahrscheinlich werden mir viele zustimmen. Wir brauchen also diesen lebenslangen Prozess und wir brauchen vor allen Dingen Informatik in der Allgemeinbildung. Oder noch ein bisschen zugespitzter, ohne Informatik wird es zukünftig keine Allgemeinbildung geben. Ich habe zu guter Letzt einen Appell und ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen, vor dem Hintergrund, digitale Revolution verändert alle Bereiche unseres Lebens. Ich möchte noch mal ganz deutlich machen, auch hier vor dem Hintergrund, wir beschäftigen uns mit Lehrerinnenbildung, die nicht mein Fachgebiet ist, aber zumindest haben wir ja Wünsche so aus der Wirtschaft heraus, was wir gerne hätten. Und ein Wunsch ganz vorne, die Schulung von Microsoft Office oder die Erteilung von Computerführerscheinen hat mit Informatikunterricht nichts zu tun. Das ist nützlich und das ist okay. Aber das ist nicht das, was uns weiterbringt. Was wir brauchen, sind projektbezogene, zielbezogene Informatikthemen. Es gibt kein Schulfach, das nicht einen Informatikbezug hat. Bei Physik und Mathe liegt das natürlich selbstverständlich auf der Hand. Über Deutsch, Sprachwissenschaft, Wirtschaft und so weiter haben wir auch gesprochen. Philosophie, Religion, Gesellschaftslehre, die ethischen Fragen. Also ja, es gibt kein Schulfach ohne Informatikbezug. Wir haben einen riesen Nachholbedarf, 90% war gesagt worden. Und ich wäre total froh, wenn ich einen kleinen Impuls setzen konnte, dass dieses Thema Bedeutung der Informatik hier ein bisschen stärker mit rausgeht. Vielen Dank.